Herzlich willkommen, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Heute mit einem kleinen, besonderen Livestream-Mitschnitt, den ihr jetzt auch nachträglich auf YouTube dann entsprechend schauen könnt. Und zwar schauen wir uns das kürzlich releasede Update Bolivar von Humankind an, sowie den neu erschienenen DLC Cultures of Latin America. Ich habe dazu hier im Stream mal eine Partie aufgesetzt und ich glaube, wir werden uns heute mal was trauen, was ich so standardmäßig im Let's Play niemals machen würde, nämlich eine Partie so schnell wie möglich durchziehen. Das wird jetzt eine ganz andere Humankind-Erfahrung, als ihr das von mir gewöhnt seid, aber ich hoffe, wir kriegen da trotzdem eine interessante Partie hin, denn ich will natürlich auch möglichst viel von den Kulturen zeigen, die jetzt im DLC neu dazugekommen sind, 6 an der Zahl. Ich habe auch noch nicht, glaube ich, die Cultures of Africa gezeigt, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden, sind auch nochmal 6, die hier aktiviert sind, also insgesamt 12 neue Kulturen und da können wir sicherlich einiges von sehen. Genau, es bleibt ja rundenbasiert, das sowieso, genau, Dr. Tod weist gerade im Chat darauf hin, man kann ja trotzdem noch viel Zeit benötigen für einzelne Runden, deswegen ist es mir lieber auf 75 runterzugehen, weil wir haben ja heute nicht irgendwie 12 Stunden Streamzeit, schön wär's, aber nein. So, wir gehen also los, die Welt soll möglichst groß sein und ich zeige euch mal, was ich hier eingestellt habe. Ich habe das allermeiste auf zufällig eingestellt. Ausgewählte Form der Welt, Kontinente, kein Ozean, Pangea. Wir können jetzt hier absolut komische Welten bekommen, aber dann ist das so. Kontinentenprofil ist hier benutzerdefiniert angezeigt, Klima zufällig, Landanteile, also wie groß in Prozent zufällig, Kontinentenzahl zufällig. Es soll wieder eine neue Welt geben, die also relativ weit weg ist und keine Besiedlung am Anfang hat. Inselwahrscheinlichkeit, mal sehen, zufällig. Weltrand ist jetzt auf 1, hatte ich das nicht auf aus, ist glaube ich auch nicht so relevant. Du hast für 12 Stunden am Stück bezahlt, sag, wo war das denn, Dr. Tod? So, also Welterstellungswerte, da kann man hier ein Seed eingeben, den haben wir natürlich jetzt erstmal nicht. Kontinentenverteilung zufällig, Kontinentenform normal, da kann man auch sowas wie chaotisch nehmen, aber ja, ich glaube, das sieht dann nachher nicht schön aus, ist auch schwierig zum Besiedeln, deswegen habe ich das auf normal gelassen. Die Seenwahrscheinlichkeit, also Inlandseen, zufällig, kann von keine bis viele alles drin sein. Seengröße ist zufällig, Flüsse, also wie viele und ja, man weiß es nicht, auch zufällig. Ich habe ja gesagt, das wird alles Zufall heute hier. Bergzüge und Klippen, ob es die gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie generiert werden und deren Häufigkeit, zufällig. Die Ausmaße von Bergen und Hügeln, zufällig, das könnte echt interessant werden. Die Menge der Strategieressourcen, zufällig. Menge der Luxusressourcen, zufällig. Und die Luxusressourcenverteilung, das war das, was wir aus dem Patchlog eben schon mal mit den Livestream-Zuschauern durchgegangen sind. Das kann man hier von natürlich bis verteilt festlegen. Ich habe es jetzt hier mal auf natürlich eingestellt. So, dann eben das Tempo. Hier sind die Siegbedingungen, die habe ich hier mal auf Standard gesetzt, plus Verschmutzungseffekte, die kann man hier ein- und ausstellen. Genau, also Verschmutzung ist so oder so im Spiel drin, man kann aber die Effekte hier eben ein- und ausstellen, genau. Hatten wir bei WB auch und haben eine Karte erhalten, die WB selbst so nie eingestellt hätte. 100% Landmasse, ja, aber das ist doch super. Dann hat man wenigstens mal was, womit man dann arbeiten muss, was man so nie machen würde. Es ist halt auch mal ein bisschen Abwechslung gefragt, natürlich. So, also Siegbedingungen. Alle Reiche sind Vasallen von uns, okay. Alle Endspieltechnologien sind erforscht, alle Reiche zerstört, Maß unterworfen, Verschmutzungsgrenze erreicht oder Epochenlimit erreicht. Mal sehen, wann hier die Bedingungen jeweils erfüllt sind. Müssen die alle erfüllt sein oder nur ein Teil? Ich glaube, die müssen dann alle erfüllt sein, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ob die exklusiv sind? Spiel endet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Klingt für mich wie alle.
Eine einzelne. Okay, also ist auch separat voneinander möglich. Na gut, dann schauen wir mal, was zuerst eintritt. Schwierigkeitsgrad. Das ist so ein Ding, da muss ich jetzt auch nochmal die Stefanie fragen. Die ist ja Community Managerin bei Amplitude. Was hat sich denn seit Release am Schwierigkeitsgrad getan? Also ich weiß, viele haben ja zu Release zum Beispiel Let's Plays auf Zivilisation angefangen und wenig Probleme gehabt, erfolgreich zum Ende zu kommen. Ich habe mein Let's Play damals auf Nation gestartet und hatte jetzt nicht so die Riesenherausforderung bislang, um das mal etwas zu understaten. Also das war nicht besonders schwer bislang. Jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt unter dem Bolivar-Update, also unter der aktuellen Spielversion, auf Reich starte, wie viel herausfordernder ist das, als wenn ich zu Release auf Nation gestartet habe? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil das eben sich möglicherweise stark verändert hat, wie das ganze Spiel gebalanced ist, wie die KI sich jetzt verhält. Wir haben auch schon gesehen, es gab im Update auch wieder einige Veränderungen am KI-Verhalten, welche Boni die bekommen etc. pp. Also, keine Ahnung. Können wir auf Reich einfach mal probieren. Kann aber auch sein, dass das jetzt völlig in die Hose geht, weil die mit uns den Boden aufwischen, die KIs. Das kann ich jetzt halt nicht beurteilen, ne? Und dann gibt es hier unten noch sowas wie Friedensmodus. Da kann man den Aggressionsgrad festlegen, aber Frieden... Okay, also sollen sich zumindest Reich und Zivilisation einen gewissen Grad schwieriger anfühlen, dann reicht es mir, auf Reich zu gehen. Also nochmal Nation würde ich dann auch nicht unbedingt auswählen, sondern eben die den Reichschwierigkeitsgrad. Zivilisation, also ich muss mir jetzt auch nicht schwerer machen wie notwendig. Wir wollen ja heute möglichst viel vom Spiel entdecken. Dann starten wir in die Partie, liebe Leute. Da bin ich ja mal gespannt. Ich nehme mal meine Webcam für diese Zwischensequenzen, glaube ich, mal raus. Und dann geht es los als Nomadenstamm. Mensch, lange ist es her, dass ich im Let's Play Nomadenstamm gewesen bin. Ich weiß noch, wie es funktioniert, worum es geht, aber es fühlt sich jetzt schon wieder an wie vor Jahren. Dabei ist es gerade mal ein Dreivierteljahr her. Ist aber auch schon eine ganze Zeit, ne? Our universe contains infinite stories. Most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Another day, another dawn of humankind. It is time to finish breakfast, give a rousing speech and leap into the future. Jawohl, liebe Leute, das werden wir so machen. Ich muss noch mal ganz kurz bei der Webcam gucken, dass die Einstellung nicht mehr ganz so dunkel ist. Das muss ich ja leider manuell machen. Moment. Ah. Okay. Sieht besser aus.
Also, da sind wir, liebe Leute. Unendliche Geschichten in unserem Universum. Da kann man sich jetzt fragen, meinen Amplitude Studios damit das echte Universum oder meinen sie ihr Endless-Universum? Keine Ahnung. Infinite Stories. Eine davon ist Humankind. Finde ich einen ganz witzige Interpretationsmöglichkeit, by the way. Ja, aber da kann Stefanie vielleicht gleich noch mal ein bisschen was im Chat zu sagen, ob das vielleicht wirklich eine Option ist. Ja, hier sind wir in einer super schnellen Runde in der Jungsteinzeit. 75 Runden haben wir insgesamt nur. Und da müssen wir uns also wirklich sorgfältig gucken, wo wir hingehen. Hier oben gibt es schon ein Salzlager. Damit können wir, glaube ich, noch nicht interagieren jetzt in der Jungsteinzeit. Aber wir könnten mal ein bisschen die Steppe hier bewandern. Ja, genau. Ich habe extra so ein bisschen hier das so auf das Culture Pack angepasst hier oben. Das hatte ich vorhin noch gemacht. Schön, dass es auffällt. Genau. Und hallo Darkwalker, schön, dass du auch zuschaust. Wir marschieren mal hier am Berg entlang. Ja, hier kommen wir eh nicht durch. Ja, das könnte eine interessante Karte werden. Sieht jetzt schon schön aus. Aber das ist ja nur der erste kleine Abschnitt. Und wir sehen hier bislang noch nicht wirklich viel. Okay, das war schon Runde 1. So, irgendjemand ist in der Antike mit der Ju-Kultur und den Nubiern. Das sind doch zwei. Die Ju sind asiatisch und die Nubier auf jeden Fall afrikanisch. Spannend. Restart. Von wegen. This way. Aha. Hier drüben können wir jetzt einmal jagen gehen. Das machen wir natürlich auch. Ja, wir haben ja nur eine Möglichkeit anzugreifen. Das ist jetzt hier nicht gerade die größte Überlegenheit aller Zeiten. Erstmal verlieren wir den ersten Angriff. Oder haben mehr Schaden genommen als der Gegner. Jetzt hat der Gegner mehr Schaden genommen als wir. Vielleicht kriegen wir uns gegenseitig ausgerottet. Weiter geht's. Ja, wir scheinen es aber zu gewinnen. Und jetzt Last Round. Jetzt sollte es aber klappen. Der Hirsch muss weichen, auch wenn wir stark angeschlagen sind. So. Einflusspunkte, Nahrungspunkte. Gegner hat Verluste und wir könnten jetzt in unsere erste Epoche reingehen. Ich denke, das sollten wir dann wahrscheinlich auch langsam mal tun. Ja. Jetzt könnten wir uns überlegen, was wir auswählen wollen. Die Ju und die Okay, es wurden jetzt schon einige gewählt. Die Babylonier sind weg, die Harapaner, die Nubier und die Olmeken. Das ist ja ärgerlich, die hätte ich auch gern gewählt. Die Ju, wir haben noch die Bantu, die Karalaner, die Stefanie schon mal angesprochen hatte, sind noch da. Mit lebensspendendem Wasser schaffen wir selbst im härtesten Landstrichen die Grundlagen. Das ist so eine Baumeisterkultur. Die hat hier einen Effekt Geist der Zusammenarbeit. Plus 1 Nahrung auf Bauernviertel pro Bauernviertel angrenzend. Plus 1 Industrie auf Schmiedeviertel pro Schmiedeviertel angrenzend. Plus 1 Geld auf Marktviertel pro Marktviertel angrenzend. Plus 1 Wissenschaft auf Forschungsviertel angrenzend. Und sie haben den Zeremonienplatz als eigenes Gebäude. Erlaubt den Bau neuer Bezirke auf angrenzenden Feldern. Und plus 2 Glaube pro Bezirk angrenzen. Sagt mal, wie muss ich das denn jetzt lesen? Erlaubt den Bau neuer Bezirke auf angrenzenden Feldern? Ist das nicht bei jedem Bezirk der Fall, Stefanie? Was ist denn daran jetzt besonders? Ach so, muss neben Küstengewässer oder See platziert werden, kann einmal pro Gebiet gebaut werden. Es hat also bestimmte Voraussetzungen, wo man es baut. Ach so, muss nicht mit dem Hauptplatz oder der Verwaltungszentrale verbunden sein. Ah ja.
Genau, Stefanie sagt schon, das ist eigentlich gut, um die Karalana zu zeigen, dieses Gebiet, was wir hier haben. Ich denke, das wird es dann auch werden. Ich gucke die anderen nochmal pro forma durch, aber ich glaube, das ist ganz gut. Das funktioniert also wie die Dörfer quasi. Man kann die halt hinsetzen und braucht keinen Kontakt zur konkreten Stadt für den Zeremonienplatz. Und die haben Heiler als Einheit. Heiler nutzen oftmals medizinische Eigenschaften von Pflanzen und fördern eine friedliche und fürsorgliche Gesellschaft. Die Kenntnis von Nutzpflanzen verschafft allen Einheiten ihrer Armee Gesundheitsregeneration außerhalb von befreundeten Gebieten. Das ist ganz praktisch als Unterstützereinheit. Sowas gibt es im Spiel, glaube ich, noch relativ wenig, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einheiten, die jetzt nicht so ganz primär für den Kampf unbedingt geeignet sind oder gebaut sind. Ja, die kennen wir schon. Assyrer, Ägypter, Hethiter, Mykener, Phönizier, die gab es auch schon vorher. Also würde ich sagen, sind die Karalana auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Nehmen wir die direkt mal. Ich nehme mal meine Webcam gerade wieder weg. So. Also Geist der Zusammenarbeit. Die kriegen jetzt hier wirklich tolle Boni für angrenzende Bezirke. Dann eben dieser Zeremonienplatz, der angesprochene, eine Heilereinheit und ein hübsches Outfit, finde ich. Sehr bunt, sehr schön. Bestätigen wir das. Ah, the challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. A new future awaits. Let us see if this culture will bring your dreams or your nightmares to fruition. Tja, das werden wir feststellen. Was es werden wird, Albtraum oder ein schöner Traum. So, die Harappaner wurden dann noch ausgewählt von irgendjemandem. Die Olmeken, die Babylonier, das hatten wir ja schon abgecheckt vorhin. Wunderbar. Objection, Your Honor, hearsay. Ach, Quatsch, Quatsch. So, jetzt haben wir hier unsere Speer, sehen auch richtig schick aus. Und hier können wir natürlich jetzt das Gebiet beanspruchen, was wir eh machen möchten, denn wir haben ja gehört, dass dieses Feld der Karalana hier Küsten- oder Seeküste brauchen. Und deswegen können wir hier vorne eigentlich sehr, sehr gut schon mal einen Außenposten errichten. Ich denke, das machen wir direkt mal. Was gerechtig kurz Videos By auf YouTube building an gesehen. outpost, claiming territory is this easy. The trick, of course, is keeping it. Ja, das Ganze zu behalten, das wird jetzt eben interessant. Wir können das Ganze auch direkt zur Stadt ausbauen. Und ich glaube, weil das hier an einem Fluss liegt und wir hier schon erste Luxus- und Strategieressourcen haben, würde ich sagen, macht das auch aus meiner Sicht Sinn. It is not just a bunch of buildings. It is warmth, protection and, praise the gods, a bit of privacy. Okay. Ja, also ich glaube, die Töpferei am Anfang ist fast unschlagbar als erster Bauauftrag. Man kann natürlich auch die Bezirke jetzt erstmal in den Fokus nehmen. Hier sehen wir zum Beispiel, wir können nur hier diesen Zeremonienplatz bauen. Macht natürlich sich hier neben dem Pferdevorkommen richtig gut. Dauert alles 2 Runden. Hier kriegen wir natürlich unsere Einflusspunkte mal ein bisschen hochgesetzt, was eigentlich nie eine schlechte Idee ist. Andererseits, was haben wir hier für Boni? 11 Nahrung, 2 Baupunkte, 2 Forschung. Hier bekämen wir nur 6 Nahrung erstmal pauschal hoch. Dann würde ich sagen, wir nehmen direkt mal den Zeremonienplatz hier vorne hin, dass wir den schon mal errichten. So, ja, wir haben natürlich unsere Affinitätseigenschaft, beziehungsweise unsere Fähigkeit, die sogenannte Baumeister-Affinitätsaktion, die laut dem letzten Update ja immer nur in einer Stadt jetzt ausgewählt werden kann. Das habe ich noch in Erinnerung. Dann werden alle Produktionselemente von Nahrung, Industrie und Wissenschaft, und Geld in, nee, Quatsch, alles andere in Industrie umgewandelt, so rum. So macht es Sinn.
Ah, die verdeckt noch einen Teil. Ja, dann ziehe ich die Webcam gerade noch mal ein Stück nach links. Gar kein Problem. Ich hoffe, so wird es klappen. Mal gucken. Sehen wir dann. Sie verdeckt den neuen Vorschauteil des Tooltips. Ah ja, hier unten Affinitätsbonus. Jetzt sehen wir es hier. Plus 2 Stabilität nach Abschluss. Ja. Ah ja, okay. Man kann also hier schon voraussehen, ab wann man in einen negativen Stabilitäts... Also ab wann man in die negative Stabilität zum Beispiel abrutscht. Das ist ganz hilfreich tatsächlich hier im Tooltip. Super. Gut, dass wir das mal abgecheckt haben. Auch ein Teil des neuen Updates. Ja, genau. Vaka Savakasa, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier im neuen Update, dem sogenannten Bolivar-Update, unterwegs. Und ich habe dank Amplitude auch Zugang zum DLC. Also hier sind auch die neuen Kulturen drin. Wie ihr sehen könnt, die Karalana sind, glaube ich, ein Teil des neuen DLCs. Ja, macht das gerne. Wir versuchen heute mal in einer blitzschnellen 75-Runden-Runde hier möglichst viel vom Spiel zu zeigen. Wir können jetzt erstmal eine erste Forschung aktivieren. Schauen wir uns das mal im Tech-Bildschirm an, was wir da haben. Kalender würde uns dann Kunsthandwerksviertel ermöglichen. Da haben wir mindestens eins, was wir daraus machen können, plus 3 Geld. Pro Marktviertel angrenzend gibt uns das übrigens dann auch und gewinnt natürlich die Luxusressource und Kornspeicher. 2 Nahrung pro Bauern und ein Bauernplatz. Tierhaltung wäre auch gut wegen der strategischen Pferderessource, die wir bei uns haben. Dann kriegen wir noch einen Tierstall, da würden wir ordentlich Nahrungsbonus mit generieren können, dauerhaft. Norte-Chico-Kultur sagt mir ehrlich gesagt auch nichts, aber ich kenne mich mit lateinamerikanischen Kulturen auch ehrlich gesagt wenig aus. Aber vielleicht sagt das den Zuschauern dann mehr. Die Karalana. Interessant. Wo waren die denn ungefähr geografisch angesiedelt? Und in welcher Zeit? Weil, hast du da Informationen oder hat jemand vielleicht im Chat Informationen? Das würde mich ja schon mal interessieren. So, Tischlerei oder Stadtverteilung? Ich würde sagen, wir nehmen mal als erstes die Tierhaltung wegen der strategischen Ressource Pferde. 3 Runden dauert das zu erforschen. Also doch eine durchaus nicht geringe Zeit. So, die Kollegen hier, die könnten wir eigentlich... Ach, guck mal, wir haben hier sogar 2. Salz und Salbei als Luxusressource. Das ist schon ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne hier im Südosten mal ein bisschen auf Suche gehen. Mit den beiden Jägern. Die müssen zwar noch heilen, aber ich glaube, sie heilen... Die sind ja hier versorgt. Ich glaube, die sind innerhalb der Grenzen, aber versorgt nicht nur in der Stadt, ne? Müsste also eigentlich auch klappen, dass wir hier... Ja, guck mal, das dauert jetzt sowieso noch Runden. Ich will halt nur vermeiden, dass die irgendwie... außerhalb der Grenze dann ungeheilt bleiben. Aus dem heutigen Peru, nördlich von Lima, zwischen dem 3. und 1. Jahrtausend Before Common Era, BCE, so nennt man das inzwischen. Die Carol Super Civilization. Ah, okay, so nennt man sie auch. Interessant. Interesting. So, mehr können wir, glaube ich, jetzt auch nicht machen. Klar, die Baumeistergeschichte könnte man machen, aber ja, ist halt die Frage. Das kann man dann 3 Runden nicht mehr abstellen und wir kriegen ja hier dann auch keine Pops dazu in der Zeit. Also ich würde sagen, das könnte man später aktivieren. Ich glaube, das macht jetzt noch keinen Sinn, ne? Weil wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir ein paar Pops bereitstellen. Und dann gucken wir mal. So. Aha. Super ist wohl der Fluss, an dem wir begonnen haben zu siedeln. Und Karal ist die Region. Interesting. So, jetzt haben wir hier das erste Mal den Gesellschaftsbereich offen.
haben auch noch keine freischaltbaren Verordnungen. Das wird aber sicherlich bald noch kommen. So, ihr seid nach wie vor am Heilen. Zwei Runden bräuchtet ihr noch. Dann lasse ich euch schon mal losgehen, denn ihr müsst ja noch zwei Runden hier in der Grenze bleiben. Das ist eigentlich ganz nett so. Ach, guck mal, hier unten sind Höhlen. Interesting. Cool. So, dann laufen die mal wieder los. Und wir sehen, hier drüben gibt es auch noch mal Salbei. Okay. Könnte also auch ein interessantes Gebiet sein. Hier ist noch Marschland. Okay. So, ansonsten ist hier noch in einer Runde der Zeremonienplatz fertig und dann geht's hier weiter. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir hier expandieren können. You have constructed a first emblematic quarter. It's a symbol of power and a lasting memory of this era. Go ahead. Be smug. Ja, hier ist der Zeremonienplatz. Sieht auch sehr eindrucksvoll aus. Richtig großläufig, das Ding. Wunderbar. Hier werden jetzt hier gleich die Küstengewässer mitgenutzt. Und wir können jetzt hier halt schon Felder platzieren, obwohl wir keine direkte Verbindung zur Stadt halt direkt haben hier, ne? Weil hier eigentlich zwei freie Felder dazwischen sind. Sehr, sehr schön. So, hier ist jetzt die Nahrungsproduktion schon mal erhöht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal direkt die Töpferei, denn in der nächsten Runde wird, glaube ich, dann der Tierstall freigeschaltet. Na, wobei, da haben wir noch eine Runde dazwischen, wo wir erstmal Pferde als Ressource freilegen müssen. Da der alle Ressourcen auslöst, kriegst du jetzt einen dicken Boost auf deine Forschung. Zwei Punkte mehr, weil es vorher nur drei waren. Ja, offensichtlich. Plus fünf haben wir insgesamt. Und wir hatten vorher, glaube ich, nur drei, ne? Oder zwei? Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich es schon nicht mehr in Erinnerung. Aber ja, genau. Weil er hier nämlich jetzt von diesem Feld die Forschung mitnutzt, die zwei. Genau. Dann haben wir jetzt drei plus zwei gleich fünf. Perfekt. So kann man das sich jetzt noch ganz gut hier... Ja, genau. Zwei Wissenschaft von Nutzung. Das ist dieses eine Feld hier unten und drei vom Hauptplatz. Dann geht die Forschung jetzt wesentlich schneller. Können wir den Kalender schon mal direkt anschließend freilegen hier. Also einstellen, dass das von selber geht. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen dann... erstmal die Töpferei. Und dann gucken wir nächste Runde, was wir danach noch bauen. Die schicke ich jetzt noch weiter. Die sind nicht ganz komplett geheilt, aber... das muss jetzt erstmal gut genug sein, finde ich. Wir werden hier oben auf den Hügel jetzt erstmal drauf marschieren für die maximale Sichtweite. Tja. Also dieser Bezirk oder die Region grenzt immerhin an unsere an durch diesen einen kleinen Schnitt hier oben. Das ist ganz praktisch. Denn... was kostet mich das jetzt? 15, ja. Macht auch Sinn, dass wir dann den Einfluss hier erhöhen über die Infrastruktur. Vielleicht finden wir aber hier noch einen besseren Ort, das zu platzieren. Mal gucken. Noch können sie das eh nicht sehen. Da müssen wir noch eine Runde warten. So, wir haben einmal Bevölkerung in Karal bekommen. Und das wäre es für die Runde erstmal. Am Anfang gibt es ja noch nicht so viel zu tun. Es wird sich aber jetzt bald schnell ändern. So. Tierhaltung haben wir erforscht, ganz genau. Wir können jetzt die Pferde domestizieren. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Infrastruktur Tierstall und Spähreiter zu rekrutieren. Dann hat jemand Vinikunka wunderschön gesperrt, also das wurde entdeckt. Damit ist das hier schon gesperrt, das war irgendeine andere Kultur. Und eine entsprechende Welttat, die damit verbunden war. So, jetzt ist die Frage, will ich mir das nochmal hier genauer anschauen, das Gebiet, bevor ich den Bauauftrag für den Außenposten gebe? Ich würde sagen, ja, auch wenn mich das hier alle Punkte wieder kostet, alle Bewegungspunkte. So viel habe ich leider jetzt nicht aufgedeckt, wie ich mir erhofft hätte.
Ich meine, man kann später den Posten verschieben, das ist mir durchaus bekannt. Aber das sind jetzt hier echt. Also nahrungsmäßig ist das hier schön, aber produktionspunkte technisch bietet das hier oben mehr. Da sind aber die, ist aber das Gebiet schon zu Ende. So wäre hier eigentlich 11.2 auf der Anhöhe gar nicht so verkehrt, ne? Machen wir das mal hier in nächste Runde. Super. So, in der Stadt gibt es jetzt was Neues. Genau, und ich würde sagen, dann werden wir jetzt mal die Wissenschaft noch ein bisschen boosten. Ne, tut sie ja nicht direkt, stimmt gar nicht. Aber wir können zumindest mal den Pferdehof errichten. Gibt dann noch 2 Glaubenspunkte. Und die Möglichkeit, danach einen Tierstall zu errichten. Tja, hier könnte man entsprechend auch... Oder hier drüben... Lässt sich ein Schmiedeviertel bauen, das ist sicherlich auch nicht unwichtig, aber ich starte jetzt einfach mal mit dem Pferdehof. Und ich glaube... Dann gehen wir mit dem Schmiedeviertel weiter. Wir können das ja nachher noch weiter anordnen, wie uns das passt. Aha. Also die Kultur hatte wohl weder Keramik noch Visual Art, was die Forschung über sie natürlich unheimlich erschwert. Ja, das klingt logisch. Interessant. So, damit haben wir hier unseren Pferdehof. Das wird auch gleich erstmal mit Feuerwehr quittiert. Sehr schön. Wunderbar. Gab es hier noch eine Nachricht? Ich guck mal gerade. Es gab nach Bevölkerung in Karal. So heißt auch unsere Stadt logischerweise. Ja, der Tierstall braucht jetzt nämlich schon 3 Runden. Dann würde ich jetzt wirklich auf das Schmiedeviertel erstmal warten. Und wir könnten schon mal überlegen, ob wir hier die Pops ein bisschen anders sortieren. Ich mache mal hier Expertenpolitik. Ob wir hier nicht noch mehr auf Industrie gerade gehen. Und den Tierstall einfach schon mal hinterher schieben. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und danach vielleicht noch ein Bauernviertel. Kann man... Ach, wartet mal. Nee. Ich kann Bauernviertel hier drauf bauen? Auf den Zeremonienplatz? Und dann? Verliere ich 2 Glaubenspunkte von da drüben? Was heißt das denn jetzt, Stefanie? Das musst du mir jetzt mal erklären. Ist der dann weg, der Zeremonienplatz? Kann ich den quasi... überschreiben? Ging das vorher? Das finde ich ja kurios. Es hätten wir halt hier drüben noch einen ganz ordentlichen Ort dafür. Da bräuchte ich gleich mal Rückmeldung zu. Der Platz wird dann abgerissen, aber das möchte ich ja auf gar keinen Fall. Also zumindest nicht aktuell. Später vielleicht. Interessant. Na gut, wir wollten aber hier erstmal, genau, ich mach das nochmal, den Außenposten für 15 einmal hier drüben hinbauen. Altais heißt der Außenposten hier. Und nächste Runde sind wir auch mit dem Kalender durch. Tja. Bewässerung auf Fluss, Nahrung. Ja, also bei Forschung bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Geht man hier gleichmäßig durch oder stöbert man schon mal irgendwo weiter nach vorne zwischendrin? Garnison, Palisaden, Tischlerei. Haben wir denn überhaupt hier Waldgebiete? Ja, doch gar nicht mal wenig. Okay.
Man vermutet, dass sie irgendeine Art von Staatsform hatten, weil sie schon so monumentale Gebäude bauten, obwohl das Gebiet relativ ressourcenarm war. Also strenge Einteilung irgendwie bedarf. Sieht auch interessant aus hier. Sieht so aus wie so ein Stein, so eine angedeutete Steinmauer. Interessant sieht das aus. Mal sehen. Gut, ihr könntet dann eigentlich schon mal wieder weiter marschieren, glaube ich. Frage ist nur, wohin? Einschiffen kann ich hier noch nicht mit der Einheit. Das ist sehr schade. Irgendwann kann ich natürlich auch hier drüben hin. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen weiter erkunden. Hatten schon Stufenpyramiden. Interessant. So. Wir beenden diese Runde und haben den Kalender erforscht. Jetzt, da diese Leute sesshaft geworden sind, wollen sie den Lauf der Jahreszeiten verfolgen, um die richtige Zeit für Saat und Ernte abzupassen. Jetzt können wir auch Kunsthandwerksviertel errichten. Die sind super wertvoll. Und den Kornspeicher. Oh, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Das tut mir leid. Kann ich das nochmal hören? Nee, ich glaube nicht. Schade. Genau in dem Moment wollte er anfangen zu sprechen. Ich denke... was denke ich denn? Ein Hafen ist eigentlich auch nicht schlecht, früh zu haben. Ich denke, wir machen aber trotzdem erstmal die Tischlerei hier durch. Ah, okay, ihr habt also auch so ein bisschen Vermutungen über die Art und Weise, wie diese Kultur der Karalana funktioniert haben mag. Okay, das klingt interessant. Die Olmeken haben Kunde von uns erhalten. Hallöchen. From my people and from myself, heartfelt greetings. Let us see if we can build a better world. Diese zwei Gesellschaften bei den Karalanern werden wohl ein bisschen durch die Funktion des Zeremonienplatzes dargestellt. Ach so, ah ja, okay, also es gab quasi in der Vermutung unter Historikern gab es zwei Gruppen. Eine, die eher an den Küsten Fischerei betrieben haben und dann Talbewohner, die eher landwirtschaftlich ausgerichtet waren und die haben untereinander kooperiert, sodass daraus dann diese Kulturform entstehen könnte und das wird durch den Zeremonienplatz dargestellt. Klingt aber sehr faszinierend. Muss ich ja mal sagen. Wo sind denn die Olmeken? Irgendwo hier hinten wohl. Und wir haben sie kennengelernt. Gut. Wollen wir vielleicht mit denen hier Kartenteilen vorschlagen? Was ist er denn für einer? Ach, das ist dieser Thielbruck wieder. Den kenne ich schon aus dem Let's Play. Er ist wohlwollender Pazifist. Also die habe ich alle zufällig eingestellt, die KIs. Also das ist jetzt wirklich total Zufall. Ein Charmeur, Umweltschützer und ein Liebe- und Friedenmann. Also der will mit uns auf keinen Fall Krieg, so höre ich raus. Let us formalize our mutual appreciation. Okay, das geht schon mal klar. Also, aha, jetzt haben wir hier die Karten geteilt. Wir sehen also, hier ist seine Gruppe auf unsere gestoßen. Und die haben eine Menge unbekannter Strategieressourcen hier drüben bei sich. Und haben hier relativ bergnah im Wald gebaut. In der Nähe eines tosenden Ozeanküstengewässers. Das sieht ja auch irgendwie fantastisch aus. Hier ist ein kleiner Binnensee offenbar. Faszinierend. So, sie haben zugestimmt. Wunderbar. Hier oben wissen wir jetzt von einer weiteren Pferderessource und hier gegenüber von Seide, wo wir aber noch nicht hin können, weil wir noch nicht die Technologie zum Einschiffen haben. Wo ist die eigentlich, diese Technologie? Wo war die? Straßen. Wo versteckt die sich? Kann ich das hier einschiffen? Kein Ergebnis. Schade. Ist das hier mit drin bei der Pentekontere? Seefahrt? Klassische Ära. Ach, kommt also erst in der nächsten Ära. Gut. Und hallo, The Real J26 oder 26. Moin, moin. Schön, dass du auch mit zuguckst.
Wo gehen wir dann hin? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier mal konservativ und forschen eins nach dem anderen durch. Wir haben ja gute Forschungspunkte für diese Ära. Die können wir dann erstmal nutzen. In zwei Runden ist der Tierstall fertig. Das ist schon mal gut für unser Wachstum hier. In zwei Runden haben wir nämlich hier schon mal den dritten in der Industrie. Das ist doch auch mal ganz nett. Oder wir könnten sogar das sogar noch beschleunigen hier, den Tierstall. Ja, warum eigentlich nicht? Das macht sogar ein bisschen Sinn. So. Dann kriegen wir hier unten vom Salz sogar noch ein bisschen mehr Bonus als hier oben raus, was Produktion angeht. Das werden wir also definitiv machen. Und ich denke danach auch dieses hier. Das wird jetzt also ein bisschen forciert werden. Und zwischendrin werden wir mal wieder irgendwann aus der Industrie wegmarschieren. Man könnte natürlich jetzt Geld und Wissenschaft in Industrie umwandeln. Das ist halt deswegen nicht so schön, weil unsere Forschung dann zwischendurch anhält für mindestens 3 Runden. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig jetzt. Bauernplatz und 2 Nahrung pro Bauer ist natürlich auch ein ganz schöner Bonus. Vielleicht schieben wir den hier so zwischen. Okay. Gut. Dann schauen wir doch mal. Wir wollten mit euch hier oben noch hin. Jetzt haben wir aber hier schon alles aufgedeckt bekommen. Und wissen, dass wir hier also auch die Pferderessource direkt nutzen können, weil das alles ein Gebiet hier ist. Sehr interessant. Okay. Ja, dann könnte man in die Richtung weiterrücken. Und jetzt mit Kultur, also mit Einflusspunkten hier, Pferdehof und Kunsthandwerksviertel errichten. Wir haben die Punkte, also würde ich sagen, wir machen das auch mal direkt. Was wir haben, das haben wir dort. Okay, das geht nämlich schneller als bei unserer Stadt, weil wir da in Anführungsstrichen nur Einflusspunkte ausgeben müssen derzeit. Wunderbar. Okay, dann beenden wir Runde 8. So. Die verziehen sich wieder nach Osten, aber wir haben ein Angebot. This proposition should be in all our best interests. Ein Nicht-Angriffspakt. Der Olmeken. I'm happy to consider what more we may do together. Ja, ich denke, das ist erstmal auch völlig in Ordnung. Mit denen werden wir wohl so schnell sowieso nicht kriegerisch aktiv sein. Die sind relativ weit weg, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also so den riesen Konkurrenzdruck sehe ich da derzeit nicht. Zumal wir uns jetzt ja ein ganz wichtiges Gebiet hier schon gesichert haben, was sonst schwierig geworden wäre. Und diese Gebiete hier, da kommen wir sowieso nicht mehr dran. Tja, oder will man Gegenvorschlag für 9 Gold machen? Ich meine, wir haben wenig Gold jetzt derzeit. Ich bin mal freundlich gesonnen und nehme das mal an. Wir akzeptieren und wir sollten das Abkommen feiern. Das bodet sehr gut. Yes, very well indeed. Denn die Frage ist natürlich, so ein bisschen jetzt in der Tat, ob wir vielleicht auch noch auf ganz andere Kulturen treffen, die uns weniger wohlgesonnen sind. Da sollte man zumindest immer so ein bisschen das Auge auflassen, was sowas angeht. Hier hinten ist auch noch eine unbekannte Strategieressource. Ja, die ist aber hier unten erst drin. Tja. So, dann gab es Bevölkerungszunahme in Altais. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und damit ist Runde 9 zu Ende und wir haben gleich die Tischlerei erforscht. So, und unseren ersten Punkt erhalten. Über was denn eigentlich? Über die Baumeistersterne, die wir auch forcieren. Genau. Bezirkbau wird bei uns besonders belohnt. Epochenstern, dann hatten wir Bevölkerung in Karal nochmal neu.
Technologie hatten wir die Tischlerei. Die Kunst der Holzbearbeitung ist wichtig für die Herstellung von Bögen und die Grundlage für zukünftige Bauwerke. Da kommt jetzt in einer Runde schon die Stadtverteidigung hinzu. Steinmetzkunst. Ist das irgendwas, was bei uns hier eine, ich sag jetzt mal so, große Rolle spielt? Naja, wir haben ja schon ein paar Berge und Felsebenen hier unten. Könnte man eigentlich argumentieren, dass wir das als nächstes nehmen? Fischerei ist natürlich auch eigentlich ganz wichtig für unsere Kultur. Ich glaube, das werde ich nochmal umstellen, so rum. Dann haben wir das schon mal ein bisschen vorgeplant. So, dann hatten die Olmeken ihre Einstellung zu freundlich verändert. Hier oben. Sehr schön. Und es gibt ein Ereignis, nämlich das der Reichsgründung. Jetzt können wir unseren ersten Erlass auswählen hier. Beziehungsweise wartet noch, wir können sogar zwei auswählen. Gründungsmythos und Legitimierung. So, und jetzt sehen wir nämlich das, was mich auch interessiert hat, nämlich was wird uns in den Tooltips jetzt angezeigt? Und zwar wird uns jetzt hier angezeigt die Voraussetzung für das Freischalten von Verordnungen. Wir wissen zwar noch nicht, was für Verordnungen dann kommen, aber wir wissen, damit wir diese hier freischalten, brauchen wir mindestens 5 Einheiten. Oder mindestens 3 Vergnügungsviertel. Oder 5 Gebiete. Oder. 3 Handelsrouten, darunter mindestens eine Importhandelsroute. Erreicht mindestens 10 Bevölkerung in eurem Reich und besitzt 2 Städte. Erlasst die Auswahl kleiner Raten der Verordnung Führung, besitzt eine Stadt mit mindestens 3 Marktvierteln sowie 3 Vergnügungsvierteln. Und. Also hier kann man schon mal sehen, was man alles braucht. So, das ist der Gründungsmythos, kostet derzeit noch ganz wenig, 5 mickrige Einflusspunkte. Dann würden wir ein bisschen Wissensboni und Einfluss auf Hauptplatz plus 5 bekommen. Naturrecht oder göttlicher Auftrag. Und die Legitimierung, Gewohnheits- oder kodifiziertes Recht. Dann kosten zukünftige Außenposten 50% weniger. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, das mache ich mal zuallererst. Leave a lot of interpretation of right and wrong. Not to mention yours and mine. Da hat er recht, der Erzähler. Aber wir haben ja gehört, das ist eine Kultur, die definitiv nichts mit Schriftlichkeit am Hut hat. Da würde ich eigentlich immer sagen, Gewohnheitsrecht passt irgendwie am besten dazu. Beim Gründungsmythos würde ich jetzt aber am liebsten das Naturrecht auch nehmen. Weil so einen göttlichen Auftrag sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Und wir kriegen einen schönen Bonus an Einflusspunkten. Why was this even a question? Das stimmt. Let's keep it simple. We've been here. It's our place. Exakt, genau deswegen. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen runden Bonus von Einflusspunkten. Das ist ganz gut, auch wenn wir hier neue Gebiete beanspruchen wollen. Die Frage ist natürlich, was für ein Gebiet wollen wir als nächstes überhaupt nehmen? Also was richtig Tolles war bislang noch nicht dabei. Ich würde ja mit den Karalanern am liebsten hier an der Küste weiter gucken. Muss dafür jetzt leider einmal hier quer durch die Karte marschieren, aber ich glaube, das macht am meisten Sinn. Hier hinten ist das Gebiet ja eigentlich dafür nicht geeignet. Hier kann man natürlich noch was machen, wenn man dann in der anderen Ära ist, hinter der Antike. Okay. Und nächste Runde ist hier der Kornspeicher fertig und dann gibt es hier noch das Kunsthandwerksviertel beim Salbei. Wir sehen auch hier, das Bevölkerungswachstum ist hier richtig, richtig ordentlich. Wird jetzt ja nochmal gestärkt durch den Kornspeicher. 16 Nahrungsüberschuss haben wir derzeit. Das wird natürlich gleich weniger werden durch die Abnahme hier. Die natürliche Abnahme pro Pop, den wir bekommen. Ich würde also schon fast sagen, dass hier ein Bauern... Feld nicht verkehrt ist. Ja, genauso Real J26. Das finde ich auch, weil hier ist ja noch nichts erforscht und das ist direkt an unserer Grenze. So, dann machen wir hier noch ein Bauernviertel hin.
Stabilität ist nach wie vor in Ordnung. Wird natürlich jetzt hier ein bisschen abnehmen. Danach könnte man hier ein Holzlager nehmen, denn wir haben relativ viel Wald in der Umgebung schon. Ja, können wir alles schon mal in die Wege leiten. Und dann kann man irgendwann auch schon mal über eine Spezialeinheit vielleicht nachdenken. Aber erstmal wandern wir in die Richtung. Gut, Runde 10. So, Stadtverteidigung erforscht. Alle mit dauerhaften Siedlungen kommt der Wunsch nach Schutz und Verteidigung auf. Die frühesten Ideen sind einfach, aber effektiv. Okay, jetzt kommt Fischerei und Steinmetzkunst. Danach würde ich sagen Bewässerung und Bronzeverarbeitung. Das geht ja hier wirklich relativ zügig. So, und wir haben jetzt auch einen Wissenschaftlerstern, das heißt den zweiten Epochenstern bekommen. Sehr schön. So, was ist hier? Ah, wir können unsere erste Religion gründen. Da gab es ja letztens auch schon irgendwie im Update die Möglichkeit, unsere Religion sichtbar einfacher zu individualisieren, ne? Und ich glaube auch, die KIs benennen jetzt auch ihre Religion individuell. Das ist eigentlich auch ganz schönes. Ja, Polytheismus oder Schamanismus. Also mehr Götterglaube oder so ein schamanistischer Glaube. Was dürfte denn bei den Karalanern eher vorherrschen? Wissen wir das überhaupt ansatzweise? Keine Ahnung. Ich hätte ja gesagt, wir gehen Richtung Schamanismus. Einfach so, weil wir es können. So, damit ist auch dieses Symbol freigeschaltet. Unsere Religion. Karalaner Schamanismus. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Das kann man ja später nochmal dann vielleicht verändern. So, und unsere kleine Armee hier aus Spähern bewegt sich in Richtung Nordwesten. Okay. So, bald können wir noch einen Landwirtschaftsstern bekommen, Ästhetenstern, irgendwann einen Expansionistenstern. Da möchte ich dann aber wirklich hier oben mehr zu dem Gebiet wissen. Hallo Bavarian Woodpecker, auch dir einen schönen Nachmittag. So, Runde 11 und wir haben tatsächlich hier diesen Landwirtschaftsstern erhalten und den Einflussstern, beides gleichzeitig in einer Runde. Ruckzuck geht das hier. So, Karal ist jetzt zu unserer Religion konvertiert, das ging zügig, klar. Und Altais hat nochmal Bevölkerung bekommen, sind jetzt schon bei 3 von 4. Und hier ist sind zwei Bären aufgetaucht. Die hoffentlich nicht aggressiv sind. Mal sehen, ob die irgendwie Ärger machen. So, ihr bleibt erstmal auf eurem Weg. Und klärt hier oben mal an der Küste ein bisschen auf. Ich hoffe, da ist jetzt kein Berg. Ja, auf Blitz geht das sehr, sehr zügig. Muss es ja auch, wenn es nur 75 Runden sind, muss das ja auch schnell gehen. Das ist jetzt wirklich hier ein ganz zügiger Einblick auf neue Kulturen und entsprechende Veränderungen im Update. Und deswegen gehen wir auch gleich mal weiter in Runde 13. So, hier laufen die Bären frei rum. Das gefällt mir nicht so gut. So, hier drüben gibt es eine Entdeckung. Mit einer Belohnung drin. Tja, jetzt bin ich ein bisschen konfliktet. Muss ich sagen. Ein anderes Reich hat Werber Voland Skripta Mahnend gesperrt. Was? Ja, irgendjemand hat die Schrift vor uns entdeckt. Das ist ja eine Sauerei. Na gut, kann man nichts machen. Und die Olmeken haben Miombo entdeckt. Ein Wahrzeichen, einen Wald, einen großen. Und einen Berg namens Kaukasus, also ein ganzes Gebirge. Sehr schön. Freut mich für sie irgendwie ein bisschen. Hier sehen wir es jetzt auch, wo das ist, nämlich Miombo, das ist dieser Wald und Kaukasus ist hier dieses Gebirge. Das auch wirklich ganz schön beeindruckend aussieht. Ach, guck mal, die haben sogar schon Kupfer hier drüben. Und ein wenig Salz. Sofort Beschwerdebrief schreiben. Oh. So, dann schauen wir mal hier an die Küste.
die allesamt waldbehangen hier ist. Auch interessant zu sehen. Hier sind sogar große Bäume. Seht ihr das hier? Das ist hier so ein besonderes Gelände. Das sieht man hier so ein bisschen hervorgehoben. Ja, ich denke, wir erkunden das hier weiter und entscheiden dann, ob wir hier nicht doch noch einen Außenposten bauen. Wir hätten jetzt ja weiter mehr als genug Punkte hier. Und nach dem Holzlager würde ich... Was würde ich da am ehesten bevorzugen? Steinkreise... Vielleicht noch nicht direkt. Vielleicht machen wir hier so eine Speerreitereinheit. Das wäre ganz praktisch, damit wir hier ein bisschen mehr erkunden können. Ich glaube, das ist gar nicht unwichtig. Dass wir hier im Anschluss mal ein bisschen diese besonderen Orte aufsuchen und hier im Inland vor allen Dingen aufdecken. Dafür ist eine Reitereinheit eigentlich unentbehrlich, ne? Denke ich mal. Okay. Das wär's für Runde 13. Und es gibt wieder eine Menge neues Zeug. Unter anderem haben wir ein Angebot der Olmeken. Man möchte mit uns auch Luxusgüter handeln. Er hätte hier einmal Salz zum Handeln dabei. Ja, würde ich sagen, gerne. My people will profit from this proposal. We accept. Excellent. This will be remembered. Wir sind also mit einer sehr guten Einstellung unterwegs bei ihm. Haben sogar eine verwandte ideologische Nähe. Okay. Das ist natürlich super. Ach so. Weil er ein Ästhet ist, ist die ideologische Nähe mit ihm ständig auf dem oder stets auf dem Maximalwert. Das wusste ich auch nicht, dass das so funktioniert. Okay. Interessant. Guck mal, die erste Kultur kann gleich schon ins nächste Zeitalter voranschreiten. So. Das Salz zu erwerben würde uns jetzt hier lediglich 6 Gold kosten. 10 insgesamt, verzeiht. Für Nahrung und Stabilitätsbonus. Das machen wir mal direkt. You have created your first trade link. Sehr gut. Erstens. Commerce is how empires have always shared goods, resources and tall tales. Sehr schön. Die erste Handelsroute und ein Ereignis, Land der Toten. Hunderte Jahre lang wurden die Toten aus Karal auf Begräbnisstätten innerhalb oder in der Nähe der Stadtgrenzen zur Ruhe gebettet. Da die Bevölkerung jedoch rasch ansteigt und in jedem Monat viele Bürger sterben, sind die Totenacker mittlerweile überfüllt. Zukünftige Begräbnisse könnten aufgrund des Rückstaus zu Krankheiten führen. Die Einäscherung wäre vielleicht eine klügere Entscheidung. Was ordnet ihr an? Beerdigen, also begraben oder einäschern? Nahrungsbonus, aber teurere Einheiten. Oder Stabilitätsmalus minus 8 für 2 Runden und sie dann normal begraben. Also Stabilitätsmalus sollten wir 2 Runden lang eigentlich gut in Kauf nehmen können. Das ist, glaube ich, kein Problem. Wir können übrigens hier sogar die Nahrung noch weiter boosten. Tja... Unsere religiösen Traditionen müssen aufrechterhalten werden. Die Arbeiter sollen einfach mehr Gräber anlegen. Kann natürlich zu einer Art Folge führen, die nicht so schön ist. Sind wir so fortschrittlich? Nein, sind wir nicht. Komm. Einfach mehr Gräber ausheben. Was könnte schon schiefgehen? Zwinker, zwinker. Oh Mann. So, die Zhou haben jetzt tatsächlich die Aksumiten in der Spätantike erreicht. Nicht schlecht. Sehr, sehr zügig, die KI. So, und wir sehen, dass es hier immer noch nichts wirklich Berauschendes gibt. Aber ich denke, wir könnten uns hier trotzdem mal überlegen, ob hier nicht ein Ort ist, wo wir einen Außenposten errichten. Es gibt ja immerhin einen weiteren Stern auch dafür. 22, ja, das würde hier zu einem hohen Anstieg von Baupunkten führen.
Das ist schon gar nicht so schlecht. Die KI würde den Nazca wählen. Ja, hoffentlich kommt uns jetzt nicht noch jemand zuvor und tut genau das. Dann haben wir das jetzt gecallt. Ich würde sagen, wir bauen dann hier tatsächlich den Außenposten hin. Übernächste Runde. So, die Bären sind da drüben noch. Ja, das wäre schon. Ach, den Stern gibt es erst, wenn ich ein Gebiet an die Stadt anschließe. Ja, das vergesse ich immer. Verzeihung. Dann müssten wir das mal tun. Wir könnten das hier schon machen. Das gibt also... Ach nee, das ist ja die Stadt, was die Stadt hier produziert. Kostet hier 8. Das ist ja nicht so viel. Altai, es gibt ein bisschen Nahrung, kaum Industrie, ein bisschen Geld.